In diesem Video zeige ich euch einen Riesenfehler, den man doch gern macht, wenn man ein Handy repariert. Und zwar bin ich jetzt auch hingegangen und habe mir mal die billigste Reparatur mir gekauft, wird schon klappen. Und zwar das Display, also das Frontglas auf dem Digitizer aufkleben, selber aufkleben. Da trägt man Lockerkleber auf und macht dann anschließend einfach das Display rauf, und da gibt es einige Anwendungen oder Anweisungen wie als Videos, die zeigen, wenn du das keinen Frame hast, dann nimm doch das leere Gehäuse von deinem Handy, wenn es wirklich leer ist, und kleb's auf dem fest. Das habe ich hier gemacht, und ihr werdet dann im Nachhinein sehen, dass es zunächst mal zwar vorne funktioniert, aber im Hinterrum an der Seite läuft der ganze Sabber runter. Und seither ist mein Mikrofon kaputt und hat irgendwo den Kleber hinter das Gehäuse durchgeklebt. Den Kleber müssen wir wieder rausmachen. Das zeigt sich hier. Und es gibt nochmal einen Nachteil. Der kommt auch noch. Und diese Aufnahmen zeigen euch, warum ihr das nicht so machen sollt, indem ihr den Frame, also den Rahmen vom Handy, so verwendet, als dass man quasi das einkleben kann. Und zwar ist hier die USB-Buchse unten. Und da geht innen, hier, das ist das Mikrofon und im unteren Teil. Und wenn ihr dort auf der Rückseite klebt, dann läuft der Kleber hier zwischendurch. Und da ist ein ganz kleiner Kanal, der quasi hier von der USB irgendwo hier, ich glaube von dieser Buchse aus, hier rüber zum Mikrofon. Da ist kein Anschluss da. Also ihr findet das hier Splanko. Und das Mikrofon geht hier durch, und seither ist dieses Mikrofon kaputt. Ich habe mir das auch jetzt im Detail nochmal angeguckt. Das gleiche ist am oberen Mikrofon. So ein Smartphone hat unten das Mikrofon, wenn man reinspricht, und oben ein Ausgleichsmikrofon gegen das Rauschen. Das finden wir hier. Und da sieht man eigentlich auch schon ein bisschen, dass da so Sabber drin war. Ja? Und dieser ganze Sabber läuft einfach durch. Hier sieht man es, dass der einfach dieser Sabber durchgelaufen ist. Und seither ist das Mikrofon kaputt. Entweder, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, woran es liegt. Es geht seither nicht mehr, und zwar auf Null, also auch nicht irgendwo, dass es nur gedämpft wäre. Und das macht eigentlich das aus, dass man niemals das Handy einfach mit direkt hier der Lokalkleber aufträgt, und zwar auf diesem Frame. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Und dazu gibt es einfach Videos, und die Videos, die zeigen einfach Müll. Und wenn man dann schon der Digitizer selber geklebt hat, so auf das LCD rauf, dann stellt man fest, dass man den so durchschleusen muss durch das Gehäuse auf die Rückseite, und dann passen anschließend diese Scheißstecker nicht mehr. Zwar habe ich hier versucht, die Stecker ran zum Löten, wieder aufzudrücken, die Stecker, sie gingen nicht und gingen nicht, weil das nie so passgenau wird. Hier sieht man es. Und wisst ihr, was dann passiert? Das passiert. Man sieht es hier ganz genau in diesem Detail. Da hat es ein paar Pins ausgebogen, weil ich es nach dem 20. Mal nicht hinbekommen habe. Und wenn diese Pins mal weg sind, dann ist eigentlich der ganze Dings am Arsch. Also, immer LCD komplett kaufen. Also nicht separat kaufen, wo nur das Frontglas drauf ist und der Digitizer aus dem alten System ist. Deshalb gilt für mich seither immer, kauft euch das komplette Digitizer mit Frontglas. Das kostet kaum mehr. Also es rentiert sich nicht, dass man es einzeln macht. Da sind die zwei Klebefolien drin für Vorder- und Rückseite vom Deckel. Und dieser Digitizer, da ist also quasi hinter, das ist der vordere, ist das Glas, und das ist das LCD im Hintergrund. Also das, was strahlt, und das Ding, und da sind diese zwei Sticker automatisch schon passend aufgeklebt.